So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3. Etwas unregelmäßig in letzter Zeit, weil halt so geplant. Ich habe mich hier AFK hingestellt und gehofft, dass die Dinger wachsen. Haben sie nicht getan. Ich habe nur die Blätter jetzt entfernt in Hoffnung, sie wachsen dann doch. Aus welchen Gründen auch immer, die haben nicht gewachsen. War komisch. Ich brauche neues Essen und dann wollte ich mal kurz nach da oben gehen, weil ich habe gehört, Revi hat mal wieder gestreamt und da wollte ich gerade mal gucken, was er gemacht hat. Da habe ich nämlich nicht mitbekommen, was da so passiert ist. Ich glaub, da war so eine komische Burg. Ich schätze mal, die hat er abgebaut. Ich gucke einfach gleich mal. So nebenbei halt, ne? Gut. Boah, mein Hals. Essen gibt's hier unten. Mehr oder weniger. Yep. Und zwar da. Ganz, ganz, ganz viel Essen. 1, 2, 3. Das reicht doch schon wieder. Und das kann hier raus, 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 raus. Raus, raus. Okay. Und dann können wir craften, craften, craften. Und dann haben wir es fertig, fertig, fertig. Das lege ich nochmal da rein. Das Brot lege ich mal wieder nach, wenn ich Neues brauche und so. Und der Rest kommt oben raus. Ich muss wieder so ein paar Shards raustun, weil ich habe wieder so viel Ranz dabei. Wartet. Ich glaube, zu Quarz oder hier zu dem Dings zählt man das hier, das da raus. Auch wenn es Shards sind, tue ich es mal zu den Blöcken raus. Gut, dann, ja, das musst du pflanzen dann noch. Ich gucke erstmal, was da oben passiert ist. Ob da überhaupt was passiert ist, weil ich glaube, dieses Burg-Dings, was jemand hingebaut hat, war weg. Ich glaube, Reviso ist immer das Ziel von ziemlich vielen Trolls gewesen und dann hat er immer so viel sein Grundstück zerrupft gekriegt, dass er irgendwann auch so keinen Bock mehr hatte, direkt zu bauen. Irgendwo wollte man so einen Hausbauwettbewerb machen, also er hat halt sein Haus losgelegt, ich hatte mein Haus losgelegt, so, jo, Revi, lass mal gucken, wer am Ende hier eine bessere Wertung für kriegt und ja, ist halt nichts draus geworden, mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ich denke auch mal nicht, dass irgendwas noch draus wird. Ich glaube, er hat ein paar Löcher gestopft, er hat ein bisschen hier zugemacht, ein bisschen weitergebaut auf jeden Fall. Steht kein Schild drauf, kein Nix. Ich gehe mal nach oben. Also hier war irgend so eine komische Burg, die jemand gebaut hat, ist jedenfalls weg. Anscheinend wurde das Grundstück ein bisschen in Ordnung gebracht und weitergebastelt. Gut, G-Tams Hütte ist mehr oder weniger auch schon ziemlich gut am Start. Jo, hier geht's auch nochmal runter. Mein Portalchen steht natürlich noch da. Einwandfrei. Jo, die Kiste steht auch noch da, mehr oder weniger. Ey, ja, das sollte... Ja. 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 So viel dazu. Jemand meinte mal, ich soll eine Stadttour machen, aber ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit so oft rumgekommen und das hat es ja nicht so viel getan, deswegen lohnt sich es irgendwie vielleicht auch nicht so ganz. Ich werde mal gucken, wie ich jetzt bei mir noch ein bisschen weiter borsteln kann. Also klar, wenn das Projekt irgendwann zu Ende ist, werden wir noch Rundtour machen, aber jetzt aktuell gerade, denke ich mal, ist da nicht so viel, was man hier zeigen kann, was die Leute nicht alle schon wissen. Und so weiter und so fort. Und ja, da ist die Frage, was machen wir? Ich glaube, die Dinger wachsen nicht, wenn außenrum Gitter sind. Das ist meine Vermutung gerade. Sollten sie aber, sie tun es aber nicht. Ich weiß nicht, wieso sie es nicht tun. Das ist sehr, sehr komisch. Ansonsten müsste ich vielleicht nochmal auch hier gucken, wie ich weiterbaue, was ich hier mache. Soll ich nochmal... Was ist eigentlich, wenn ich so was hier nochmal mache? Hups, den Platz so ein bisschen eckiger. Also wenn ich jetzt die Ecken so auffülle. So, und dann haben wir einfach Ecken draus gemacht. Da zwei. Dim-dim. Und auch nochmal zwei. Ja, kann man machen. Dann hat man nicht so einen ganzen Rahmen, aber so ein kleines bisschen abwechseln. So ein bisschen so eine Art Platz. Und vielleicht kann ich das mit Büschen irgendwie umringen, dass man sonst so nicht rankommt, außer von einer Seite oder sowas. Wäre jetzt so mein Gedanke noch gewesen. Um vielleicht die letzten Optimierungen hier dran zu bringen, bevor wir dann endlich das Drachenei setzen. So, ein bisschen. Warte kurz, warum habe ich eigentlich... Warum sind hier zwei und hier nur eine? Einfach weil die Treppe so an sich so gebaut ist. Okay. Aber ansonsten sollte das richtig stehen, ja. Ja, doch, steht richtig. Ich habe nur gedacht, dass ich habe mich irgendwo vertan. Weil wir hier zwei Blöcke haben und da nur einen Block zwischen dem Laternendings und dem Gitterchen schon. Egal, gut, nee, dann lag es einfach nur dran. So, dann hätten wir den Teil auch schon fertig. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, irgend so ein kleines Löchelein, was es noch zu stopfen gilt. Was ich auch schon seit Ewigkeiten machen wollte. Das ist mir eben gerade noch beim Rumlaufen so ein bisschen eingefallen. Und zwar kann ich mal hier vorne... Hier vorne und hier hinten kann ich hier hochspringen. Jump Boost, danke. Diese Ecke hier zumachen. Da.
diese Ecke einfach nur. Die da hier. Da ist die ganze Zeit so ein riesiges Loch drin. Und das ist doof. Apropos, ich mache mal eine Fackel rein, dass irgendwelche Viecher dran spawnen. So, und dann mache ich einfach zu. Komplett zu. Fertig. Aus. Ende. Aber ich habe nicht genug Zeug dabei. Was schade ist. Erde war hier vorne. Jetzt glaube ich, Lager direkt in der Nähe. Und ich klaue mir ein kleines bisschen was raus. Reicht auch schon die 26, glaube ich. So, dann machen wir das hier vorne auch dicht. Und dann sollte das doch ein bisschen besser sein. Zumindest. Als vorher. So, den dahin. Gut, die Ecke auch schon mal dicht. Ja, es wächst, wächst da ein bisschen Gras und drüber. Die ist das, bla bla. Kann ich auch mal hinsetzen. Und ja, hier vorne ist die Frage, was machen wir hier? In einzelnen Blocken, also so ein Heuball. Ja, doch, wäre vielleicht cool, ne? Nehme ich aber einen von da hinten, weil ich keinen Bock habe, einen neuen zu craften. So, mache ich das. Nein, muss noch oben zeigen. So. Ja, doch, ja, doch. Lass ich mal gelten. Und dann kommt gleich noch der wunderbare Augenblick des Dracheneis platzieren. Aber ich bin noch überlegen, hier hinten, hier muss noch was passieren. Hier muss noch irgendwie so eine Hecke oder sowas hin. Soll ich mit Blättern so eine Art Hecke machen? Ich finde, das sieht aber irgendwie so blöd dann aus. Eine Hecke sieht so kacke aus. Wenn ich einfach nur so eine Blattwand entlang ziehe, dann fehlt da was. Das können wir nicht tun. Blattwand, geht nicht. Soll ich vielleicht, so einen Zaun hinsetzen, wie ich hier unten bei dem Dorf habe? Eventuell eine Möglichkeit. Eventuell eine Möglichkeit. Dann werde ich auch hier mein Zeug los und die restlichen Eisengitter. Das ist ja eine Möglichkeit. Übrigens, was? Ich mache mir die Eisengitter weg. Die Eisengitter, die Blätter weg, weil irgendwie scheint das Ding ja nicht zu wachsen so. Keine Ahnung warum. Will nicht so wachsen. Da muss ich gleich hier hochstecken. Ich habe aus dem Block zu viel abgebaut. Weil die Blöcke zerplatzen instant bei der Spitzhacke, die ich habe. Da komm schon. Er hat ein bisschen geleckt. Und den da wieder hin. Prismarine. So. Und dann darf ich hier auch nochmal die Gitterchen wegmachen. Ja, weißt du was? Ich lasse das mal ohne Gitter und mache dafür eine Mauer dahinter, wo Gitter hinkommen. Das war knapp. Ich hätte beinahe schon wieder zu viel abgebaut. So. So. Und den ein. Ja. Dann machen wir die Gitter mal weg. Das war nur so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht könnte das passend sein, interessant sein, aber die wachsen hier gerade eh nicht. Ich glaube sogar, die Coral Plants, die brauchen gar kein Licht, kann das sein? Boah, so. Weil das sind ja Pflanzen der Dunkelheit aus dem End. Und im End gibt es ja eigentlich auch kein Licht. So wirklich, oder? Leuchtet da irgendwas? Nö. Lass da den Soul Sender, den Endstone, das ganze Zeug und das war's. Da muss er aufpassen, dass ich die Pflanze abbaue, weil sonst habe ich auch ein Problem. Nein, das war falsch. Ja, die Gitter sind so schwer zu treffen. Vor allem, wenn ich hier, wie immer, die Controls auf Hyperspeed gestellt habe. Ich kann theoretisch auch nochmal die Maus auf Hyperspeed stellen und dann geht's richtig krass. Ich bewege meine Maus gerade einen Zentimeter. Warte, von hier bis hier ist ein Zentimeter. Da kannst du kaum noch richtig steuern, so schnell geht das hier. Egal, ich kann mal die Sensitivität runterstellen und dann kann ich wieder ganz normal. So oder so ganz normal. Ja, ja. Ja, das ist schon wieder zu niedrig, finde ich. Das ist schon wieder zu niedrig, finde ich. Ich muss sie vorwärts fahren mit der Hand, um die Maus zu drehen. Deshalb, ja, ich habe so einen Knopf an der Maus, kann ich hoch und runter stellen. So, dann, ja, Zäune außenrum. Würde ich mal sagen. Das war so eine Steinmauer einfach. Soweit hier. Und an die Ecken geht's wieder. Jo, ich glaube es auch. Du hast aber schon Skelett, dass du dich selbst an mir killst, wenn du mich abschießt. Wie in der Dornverzauberung. Na, komm, voll so ein Schluck auf, denkst du. Egal, dann machen wir das einfach mal hier. Hier brauchst du auch gar keinen Eingang. Der Eingang muss nur vorne sein. Weil es kommt keiner rein, außer vorne durch meinen offiziellen Eingang. Nee. Sonst geht das nicht. So, dann haben wir ein bisschen was hin. Und ziehen wir es so ein bisschen lang.
So, dann ist das Eisengitter auch noch hiermit verbunden. Dann kann ich hier hochbauen. Dann kann ich Gitter setzen überall. So. Und, nee, Moment. Hier nicht mehr. Hier muss wieder Slap. Und, da. Genau sowas. Das ist einfach hier so drin ist. Und hier vorne kommt ein bisschen Erde noch dran. Und wir verkleiden das so ein bisschen, damit es überhaupt nicht aufhält. Dass es hier so schwebt. Und nicht so ein bisschen in das normale Terrain hineinschummel. Kann man so ein bisschen machen, ne? Ja. Ja. Dann ziehen wir hier die Spur lang. Ich darf wieder Neues nachcraften. Muss mal gucken, was wieder in der Eisenform ist. Ich glaube aber nicht viel, weil wenn die Coral Splains hier nicht gewachsen sind, dann sollte eigentlich auch nichts in der Eisenform drin landen, weil anscheinend waren die Chunks nicht geladen, oder die Pflanzen wurden blockiert und die Chunks waren doch geladen. So vielleicht. Ja. Da wächst überhaupt nichts. Warum wächst da nichts? Da sollte doch mal zumindest eine Stufe wachsen von den Coral Splains. Auch jetzt in der Aufnahme schon. Wir sind jetzt hier seit 11 Minuten dran und es wächst rein gar nichts. Wächst 0,x. Das ist sehr mysteriös. Ich glaube, das soll nicht so sein. Irgendwelche wachstumsgestörten Chorus-Pflanzen jedes Mal. So, dann den dahin. Ich darf auch gleich wieder neu holen. Und irgend so was wird das hier. Das gefällt mir aber so ein bisschen. Das gefällt mir. Theoretisch kann man an die Seite hier was hinstellen. Vielleicht. Kisten oder irgendwas oder vielleicht auch einfach nur irgendeinen Block, wo man Blumen draufstellen kann. Sowas zur Abwechslung. Wäre nicht schlecht eigentlich. Das wäre echt nicht schlecht. Ich werfe mal ganz kurz einen Blick in die Eisenfarm. Und dann haben wir entweder ein bisschen Kleineisen zum Verheizen, zum Durchcraften sofort. Ansonsten gehe ich in meine Enderkiste ran. Dann gucken wir ganz kurz mal. Eisenfarm, hallo, funktionierst du noch? Ich nehme es mal an, aber ich frage trotzdem mal nach. So, ich kann nochmal kurz Brot wieder stacken. Ja. Damit können wir uns ein paar Gitter herstellen. Das ist, not bad. ja gut, ich habe zu viele Gitter gemacht, glaube ich. Die darf ich dann wieder in mein Lager einreihen. Das waren zu viele. Aber dafür, dass ich mir eben so, ja, bisschen was abstauben, fertig. Da war das noch nicht schlecht. So, da haben wir irgendwo noch Steine drin. Ja, oder Slabs, yes. Können wir alle mitnehmen, alle verwenden, aber ich gehe jetzt nochmal pennen. Und, damit ihr da ist, weil ansonsten kommt wieder irgendwas und bombt mich weg. Vorteil ist halt auch jetzt wegen der Mauer, dass einfach nichts, kein Creeper kommt oder so. Keine Viecher mich angreifen, wenn ich drin stehe. Das wäre nicht schlecht. Ja, so ein kleines bisschen konstruieren, aber so Stück für Stück und Stück für Stück vom Grundstück wird mal gleich immer so ein bisschen mehr. Ich hätte auch nicht gedacht, dass anfänglich hier sowas draus wird. Also sind die Ideen sind immer so spontan gekommen, mittendrin so, ja, können wir das mal machen und das machen und das machen und das und das und das. Und ihr wisst ja, wie es ist und irgendwann passiert es dann halt und dann sieht es jetzt so aus, wie es gerade aussieht. Aber trotzdem können gleich mal hier vorne die Chorus-Pflanzen wachsen. Was ist da los? Oder brauchen die irgendwas Spezielles noch zum Wachsen? Nee, ne? Nicht mal Getreide braucht mehr Wasser zum Wachsen. Nicht mal mehr Getreide braucht Wasser zum Wachsen. Das ist geändert worden einfach. Das ist einfach finito anders. Weil, keine Ahnung. Die wollen das wahrscheinlich nicht mehr. Wasser beschleunigt nur noch das Wachstum, aber es ist nicht mehr unbedingt nötig zum Wachsen von oder zum Anpflanzen von Getreide. Das ist ja das Komische. Das ist total. Verstehe ich nicht. Na gut, irgendwo in gewissen Teil ist es logisch, dass es auch nochmal so geht, Wasser beschleunigt es, aber trotzdem. Ich bin immer so, ich mache immer eine Wasserquelle, wenn ich Getreide anpflanze. So wird einen nur noch. Aber wusste ich jetzt auch nicht, das habe ich erst neulich mitbekommen. Also ich habe gemerkt, auch hier in Craftec, ich konnte es so anpflanzen, aber ich habe nicht gedacht, dass das geplant ist, sondern dass es ein Bug ist oder so. Es war aber geplant, so wie es aussieht. Wasser beschleunigt nur noch das Wachstum. Nee. Und das Feld wird halt schnell wieder trocken, wenn du keinen Seed pflanzt. Deswegen musste ich auch neben einem Rätsel, was ich gemacht habe, ein Minecraft-Rätsel. Deswegen musste ich da Game Rule die Tick-Speed so hochstellen, dass das beackerte Erde sofort wieder zu normaler Erde wird. Und man keinen Seed setzen kann, weil man muss ja was sich da züchten und so. So, und dann hätten wir das hier auch schon. Dann müssen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5.
Da drüben auch noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir so ein... ein Hochsicherheitsgefängnis. 1, 2, 3, 4, 5 oder so. So, dann Eisengitter setzen wieder. Jo. Trifft man immer nur so schwer. Und dann Slaps drauf. Na, komm schon. Und dann zieht sich das Elend noch ein bisschen weiter und dann platzieren wir in der nächsten Folge das Drachen. Nein, keine Sorge, kommt noch. Ich hoffe nur, dass die jetzt mal wachsen hier. Und dass es auch nicht hier im Weg ist mit der Mauer oder so. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, das Krachen und tschüss.